Ja, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video von mir. Ja, heute, ja, ich bin ein bisschen kaputt, hatte heute Morgen Amtsgerichtstermine, fragt gar nicht, ne? Ich hatte zwei Trottel dabei, die ausgesagt haben als Zeugen. Der eine sagt was anderes wie der andere. Wir haben zwei Stunden vorher alles geprobt, wir haben die Nacht davor geprobt, ja. Ich war richtig kaputt, ich habe heute meinen Assistenten hier, ne? Denkt einfach, ich bin Harvey Specter und das ist Donner hinter mir in dem Sinne. Wir reagieren auf diese Good News, Hashtag 128. Let's go. Moin Leute, heute zeige ich euch, wie man mit einem Zollstock ein Bier öffnet. Vom Prinzip her ist es ganz einfach. Wir klappen den Zollstock aus, damit wir einen längeren Hebel haben. Und dann setzen wir ganz normal an und öffnen das Bier. Say no to alcohol. Okay, das war gut. Das war gut. Habt ihr einen Spitznamen? Nein. Mein Name ist E-Kurz. 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 Jonas. Was bei dir? Ach so, Jonas, dachte E-Kurz. Ich war gerade bei der Ausländerbehörde und die meinten irgendwie zu mir, ich muss abgeschoben werden. Und ich wollte halt fragen, seid ihr Deutscher? Also habt ihr deutschen Pass oder so? Ich hab japanischen Pass. Und du? Ich auch. Der Typ, der war so nervös, der sagt ich auch. Konnichiwa. Okay. Ich lerne jemanden kennen, Sie, du bist bestimmt Türke, oder? Ich, oha, woher wusstest du das? Walla, oha, lad. Teuer war sie denn? 47.000 Euro? Was? Ja, das war sehr viel Geld. Und das für eine Uhr. Und das für eine Uhr. Mashallah, ich verdiene das nicht mal im Jahr. Die gibt für eine Uhr aus. Mashallah, ja. Sieht ganz schön aus. Die würde ich gerne mal ummachen. Dann mach die doch gerne um und ich tausche gegen deine. Bitteschön. Dankeschön. Oh, das ist eine sehr schöne Uhr. Ich nimm dir alles weg. Schlüssel zu deinem Haus. Aywa. Bucicivic, Kacuvic, Vucivic, das ist die komplette Cibabcici-Abteilung. Habe ich nicht gecheckt. Erklär es mir bitte einer in den Kommentaren, habe ich nicht gecheckt. Nusret ist sowieso so King, Digga. Er ist so Ablacher, ne? Boah, Audi hat mich so hops genommen, Alter. Ich schreibe dir so ganz entspannt, Audi. Schicke dieses Bild. Schwer, dass das echt ist. Seit kurzem in Kirchheim am Neckar, aber schmeckt so eine Automatenpizza. Hab ich noch nicht probiert, aber ich probiert gerade mal ein bisschen. Konuspik, sehr gut, kenne ich, der Überläuf, alles schön, wunderbar. Schalle, er hat nicht mal gekaut, nicht mal geschluckt, sofort, ja, wunderbar. So, das gibt eine Anzeige, so. Jonas, um Gottes Willen, die Beifahrerin. Was tust du denn da? Geil, war bestimmt so ein Ausländer, der deutsche Pass bekommen hat. Was geht, Bro? Bist du auch im Dritten? Okay. Das war echt ekelhaft. Das war sehr lustig. Die haben sich so einen Spaß erlaubt, weißt du, aber das war echt widerlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beatmen. Pass auf, wenn du auf dieser Welt vertraust. Sogar dein Eistee ist eigentlich ein Peach. Bald ist Ramadan, ich werde halal unterwegs sein. Jetzt kommen viele, ja, Teilzeit-Moslem, hier, da. Besser Teilzeit-Moslem als Arbeitslosen-Moslem. Merkt ihr das? Da
Da hat er recht, ne? Der Monat ist ja dafür gedacht, um dich zu verbessern. Nur weil du 11 Monate auf Haram hinaus warst, heißt es nicht, dass du jetzt in dem Monat nicht heller sein darfst. Ne? Macht es, hört auf niemanden, weil es kann vielleicht sein, dass dir in diesem Monat recht geleitet wird und ne, ihr das Ganze dann anders sieht und euch vielleicht ändert. Ne? Also gibt Gas. Aber wenn ihr nicht wollt, dass bei eurem Freund im Auto Mädchen mitfahren, dann kauft ihm einfach so einen Duftbaum. Ich kann auch einfach abhängen. Ehre, Mann. Ich denke mir so, ja, Mann, Baba Joghurt, ne? Nee, da ist entweder Salsa drin, Tomatenmark oder Reis. Ich mach auf. Ich komme ja gar nicht klar, was. Ja, Salsa, ja, ich hatte recht, Wallah, ja. Meine Mutter da macht. Dich ist und Gina ist ja auch schwanger. Das Kind kommt wahrscheinlich die nächsten Tage. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht einfach. Wenn ich mich anfassen werde, hätte ich ihn so gerne gerade beleidigt, ne, diesen Typen. Boah, er ist so eklig, ne? So, moin moin ihr Schlingel, ob euch allen geht's gut, gerade schönes Frühstück gehabt, mein Engel Agatha hat wieder mal gezaubert, ihr kennt's. Ja, Bruder, was soll ich dazu sagen, gestern ist hier gewesen, alles frei, heute komme ich zurück, ja zum Kotzen, Digga, darf ich gleich alles wieder freiräumen, bisschen sauber machen, da hinten auch wieder Müll drin, ja Bruder, so eine Scheiße. Aber was genau machst du da eigentlich, Dieter? Ich esse ja nun schon sehr lange Gesichtswurst, aber ich habe zuletzt festgestellt, das Dunkle, also das schmeckt am besten und das hebe ich mir eigentlich immer so zum Schluss auf. Ich esse erst das andere und am Schluss das Dunkle. Das macht er nicht ernst, Digga. Ach du Kacke. Ach so, ich hab erst jetzt hier drauf geachtet. Ach du Kerl, was ist mit denen los? Wah, Cousin! Wallah, ich hab Appetit! Ja, ich hab ja auch noch eine Stunde. Wie wird ein Paddelboot noch genannt? Kojak, Kajak oder Anorak? Kajak. Josefine, wie nennt man Ananas. Paddelboot? Wie? Ananas. Ne? Na, 1, 2 oder 3? Welche Antwortmöglichkeit geben Sie mir? 1, 2 oder 3? 2. 2. Kajak, jawohl, das passt. Sie hat einfach richtig geraten, auf gut Glück. Führerschein und Fahrzeugschein. Es kommt Post von der Bushaltestelle, das ist rot. Oh, wie lange bald können wir was für die Ausländer machen? Oh nein. Geil. Geil. Heute. Euer Abend. Ich suche ihn. Ach so, das war Enno Meadow. Ich schwöre, ne? Jeder, der früher mit dem Bus zur Schule gefahren ist, der weiß ganz genau, wenn du so einen langen Weg hattest von 10, 20 Minuten oder so, Kopfhörer waren einfach King, Digga. Damals diese iPhone-Kopfhörer, diese langen, boah, die mussten sein mit dieser iPod damals. Ja? Pues dice que se subió aquí y que... Ich zeig ihm ernsthaft das Bild, da geht... Von hier so ungefähr Übergang los, so Ding,
einen Strich, Digga, er rasiert bis hier oben, Mann. Er geht mit Maschine so direkt. Digga, ich sag, was machst du? Ich schrei direkt. Er sagt mir, du willst doch Seiten auf Null Ammonat. Digga, ich sag, ich will Seiten auf Null, aber mit Übergang halt. Boah, er wurde auseinandergenommen. Ich hätte den Friseur, ich hätte kaputt geschlagen, Digga. Ich hätte den ganzen Laden auseinandergenommen. Digga. Hier Null und da Übergang, da Strich. Ich hab dir ein Bild gezeigt. Ich halte das Bild noch so beim Schneiden. Ich halte das Bild. Wo sind hier Haare, Mann? Und da macht er. Und dann wollte er retten. Er wollte retten. Er macht hier, Digga. Boah, was ein ekelhafter Schnitt, Digga. Er schaut mich aus, schaut wie ein Huhn am Mann. Was ist das? So bin ich 2010 rumgelaufen. Kurdo-Zeiten bin ich so rumgelaufen, Alter. Sogar da war dieser Schnitt verboten, Digga. Okay, nice. Das war's mit dem Video. Diese Good Memes auf kurz und knackig. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Iftar. Haut rein. Ist nicht so viel Stoff im Magen, nicht voll. Haut rein. It's Iftar time. Louisa Vines. It's Iftar time.